Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar Skulls and Bones oder Skull and Bones. Irgendwie so. Ist nicht so wichtig. Also ich habe die Demo ein bisschen gesuchtet, um zu gucken, ob mir das Spiel liegt, ob ich das mag. Und irgendwie bin ich so zum Entschluss gekommen, dass ich einfach Lust habe, dieses Spiel ein bisschen zu suchten. Und als erstes gehen wir kurz in den Shop, um zu schauen, was es da so gibt. Also hier dieses Gold ist natürlich echt Geldwährung hier in dem Game. Brauchen wir nicht, machen wir nicht. Ist mir Wumpe. Wir werden uns versuchen, dieses Kostüm hier zu holen. Ne? Kostet ja nur 7500 von diesem Ingame-Währung. Kann man relativ schnell zusammenfahren. Machen wir auch. So. Genug geschlabert. Dann gehen wir zurück. Setzen wir mal fort. Also wie gesagt, ein paar Spielstunden habe ich schon. Ich glaube, sechs Stunden habe ich die Demo gesuchtet. Und dann habe ich gesagt, so ja, doch, doch. Das hat so jetzt so seine Wirkung auf mich entfaltet. Und ich könnte es jetzt spielen. Oh, was hat er so zu erzählen? Habe ich schon wieder eine Mission verkackt, weil ich zu lange offline war? Keine Ahnung, ich habe am Anfang so ein paar zu viele Missionen angenommen. Die sind irgendwie alle nur zeitlich begrenzt. Lust am Jagen. Hey, Witzka. Lust am Jagen. Erlege Hammerhai 2 Stück. Ich glaube, das kriegen wir hin. Aber wenn wir sowas machen, solche Jagdmissionen, ganz wichtig, da geht ihr nicht mit eurem Boot raus, was Kanonenkugeln hat, weil da kannst du nicht mit jagen. Da musst du dir diese kleine Schaluppe nehmen, die da. Und mit der kannst du dann loslegen. Segel setzen. Ja, dann gucken wir mal gleich nochmal kurz auf die Karte, wo finden wir hier Hammerhaie. Dürfen ja nicht allzu weit entfernt sein. Hammerhai. Und weißer Hai. Na okay, wir brauchen Hammerhaie. Den markieren wir uns und dann geht's gleich los. So. Ich kann auch die Ansicht schön so machen. Jiha. Ach ja, wir haben ja noch nicht mal wie heißt das? Wir haben kein Steuerrad, sondern nur hier so ein Ruder. Jo. Wobei, das ist echt nicht cool so anzusehen, finde ich. Mich persönlich. So. Ist das da schon ein Hammerhai? Au. Au. Einen haben wir. Wo ist der zweite? Genau, da können wir noch nichts machen. Was ist da? Was ist da? Kokosnüsse. Machen wir mal langsam hier. Hier sind Akazien. Wie, was ist das? Ach, der schnetzelt uns bestimmt gleich, ne? Oder? Nein? Macht er nicht. Macht er tatsächlich nicht. Das ist gut. So, holen wir uns mal ein bisschen... Ich weiß, das ist jetzt eigentlich überhaupt nicht, was wir brauchen. Aber ich kann dem irgendwie nicht, wie heißt das? Entrinnen. Ich muss das machen. Das ist einfach so eine üble Zwangsneurose, wenn man solche Spiele spielt. Looten halt, ne? Die ganze Zeit looten und looten und looten. Da kommt man einfach nicht raus. Das ist so ein Teufelskreislauf. Von einer Lootstelle zur nächsten laufen. Und dann bist du nachher total überladen und du weißt gar nicht mehr, wohin damit. Aber du willst nicht aufhören zu looten, weil da kommt das nächste, was leuchtet. Was gelootet werden möchte. Warte mal, wir sind beim Hammerhai schon da. Wenn wir Glück haben, spawnt das Viech gleich nochmal. Was ist das da?
Da geht nichts. Da geht nichts. Da geht nichts. Gut, das brauchen wir alles. Ja, komm, das können wir ja mitnehmen, ne? Wenn das schon hier auf dem Weg liegt. Ja, komm, wir wenden einmal kurz. Da liegt schon wieder was rum. Wobei, hier liegt ja nichts. Hier schwimmt ja alles. Zerrissene Segel. Yeah, und jetzt wieder Moss. Moss aktivieren wir. Also ich habe mich halt ins Game einfach so fallen lassen. Habe versucht, so wenig wie möglich zu lesen. Weil wenn... Ne, dann kann mir das Spiel entweder versuchen, es beizubringen. Oder es sein zu lassen. Oder ich bring's mir halt selber bei, ne? Abliefern. Ja, dann liefern wir mal ab. Ja, sehr schön. Guckt mal an. Von wem? Ja, auf jeden Fall können wir gleich wieder unser schönes Schiff auswählen. Gar nicht so geil. Ach nee, da ist schon wieder... Was sind denn das für Leute? Noch nicht. Noch ein bisschen weiter. Und jetzt. So, dann muss ich jetzt einmal kurz jemanden... Wie heißt das? Nicht löschen, sondern... Sperren. Ja, genau so. Sehr schön. Da ist der Kollege. Können wir das gleich bei ihm abgeben? Nö. Mögen eure Vorfahren euch segnen. Wo sollen wir denn das abgeben? Präsentiere den Seevolk in der Palisadenbucht. Die Trophäen. Ah, okay. Palisadenbucht. Ja, alles klar. Erstmal Schiff wechseln. Jupp. Na klar. Dann können wir ja bis zur Palisadenbucht mal... Also ich zeige euch mal so ein bisschen, so wie das Schiff hier aufgebaut ist. Das ist die erste Nussschale. Oh, ich habe Segelsetzen gedrückt. Dann zeige ich es euch ein anderes Mal. Das ist so die erste Nussschale, die man nach diesem mikroskopisch kleinen Schiff da bauen kann. Wir haben ganze zwei Kanonen vorne. Hier rechts, vier links, obwohl nur zwei dargestellt werden, ne? Aber geschossen werden, also schießen tun sie immer vier rechts, vier links. So, halt, stopp. Stopp, 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 stopp. Einmal kurz auf die Map. Wo ist die Palisadenbucht? Ich habe auch noch nicht ganz herausgefunden, wo... Wo hier... Sprung der Riesen... Warte, Segel... Mach mal langsam. Hier, mach mal langsam. Palisadenbucht. St. Anne. Da müssten wir auch irgendwann mal bei Gelegenheit wieder hin. Einfach nur... Palisadenbucht. Guck mal an. Einfach nur, um zu gucken, was wir für das nächste Schiff brauchen. Ich habe die Blaupause schon gekauft gehabt. Deswegen habe ich auch nur noch so wenig Kohle. Sonst hätten wir uns ja schon fast das kaufen können. Ja, das ist nur ein Level 1 Bötchen. So viel geben die nicht. Wobei eigentlich... einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul und so. Fangen die schon an zu singen, ne? Ja, den gönnen wir uns. Ja, scheiß auf Ruhm. Ruhm ist mir jetzt nicht wichtig. Kann ich auch noch nicht sagen, ob es wichtig ist oder nicht. So, und dann soll man versuchen, immer so die roten Stellen zu treffen. Dann macht man nämlich
enormen Bams bei den Viechern. So, und ich glaube, jetzt können wir ihn entern. Na, dann los. Entert ihn. Was ist los mit euch? Na dann halt nicht. Hallo, warum? Egal, machen wir so platt. Gibt es auch immer schöne Explosionen. Guck mal. Ja, sollen sie uns doch entdecken. Wer? Wer hat uns entdeckt? Der da? Der kommt direkt auf uns zu, ne? Und nicht volle Segel. Ich habe nur einmal kurz nach vorne gedrückt. Na, treffen wir? Ja. Ich glaube, ich habe jetzt aus Versehen daneben geschossen. Ja, tatsächlich habe ich. Ja, jetzt schießt nämlich das Gebäude auf uns. Hihihi. Hast du mal gedacht? Sehr schön. Jetzt können wir den entern. Na komm. Irgendwann musste das doch klappen. So, dann gibt es auch ein bisschen mehr Kohle. Oh, die schießen immer noch auf mich. Oh. Wir uns einmal kurz reparieren. Na, was... haben wir noch nichts freigeschaltet. Die nächste, wir können schon die dritte Stufe von Werkzeug herstellen. Ich habe nur noch nicht herausgefunden, welche Ressourcen ich dafür brauche. Ich habe bisher immer nur gefarmt. Müssen wir warten, bis hier da oben rechts das Gedöns weg ist. Ich glaube, ich bin da gar nicht mal so günstig angeheftet. Vielleicht ist das so besser. Dann könnt ihr auch die Geschwindigkeit sehen. Vielleicht störe ich da nicht so sehr. Machen wir das mal. Okay. Jetzt können wir einmal kurz dahin, ne? Genau. Mal kurz. Oh, was war das? Was war das Schönes? Sehr schön. Feuers. Kann man ein bisschen beschleunigen, wenn man alles selbsterklärend, das Spiel ist selbsterklärend. Uiuiuiui. Was ich halt einfach ganz entspannt finde. So, und hier haben wir unser Steuerknüppel, ne? Da ist ein Turm zu erkennen! In Fahrtrichtung! Da ist ein Turm zu erkennen! Gib doch Gas! Jo. Interagieren. Abgeben. Sehr schön. Ja, und so sammelt man dann so ein bisschen Kohle und so ein Gedöns. Also eigentlich sehr unspektakulär. Aber was halt Spaß macht, sind die Kämpfe. Mit dem Schiff. Mhm. Geht das schon wieder los? Ich dachte, damit hätten wir haben das erledigt. Gucken wir mal, was können wir hier verkaufen. Hier erkennt man auch gleich, was unterm üblichen Marktwert verkauft wird und was überm üblichen Marktwert gegebenenfalls verkauft wird, wenn grüner Pfeil nach oben zeigt. Ne? Dann kann man hier handeln. Andere. Was ist da los? Stimmt, ich kann die auch plündern, ne? Ist
So, aber jetzt haben wir hier erstmal genug. Aha. Gut er das. Jetzt möchten wir mal darüber. So, jetzt Vollgas. Wo ist denn das? Das ist eigentlich direkt vor uns. Aha. Kann man auch Akazien fällen? Ja. Zack. Nehmen wir einfach mal ein paar Bäumchen mit. Ich weiß noch nicht, was das... ob das so viel besser ist. Naja. Ist egal. Ob es gelb oder grün ist. Scheißegal. Man kriegt trotzdem immer etwas. So, aber man hat so das Gefühl, dass es bei grün besser ist. Ja. Ein paar Flamingos. Aha. Ambra eingesammelt, was auch immer. So. Sieht eigentlich ganz schön aus, ne? Ich finde, das sieht schön aus. Kann man auf jeden Fall spielen. Nur was diese Aussage bedeuten mag, hier so Quattro A-Titel. Mal gucken, vielleicht kommt es ja noch, ich weiß es nicht. Also, man muss es halt ausprobieren, gucken. Aber ich finde es halt ganz cool, dass man hier sein Schiff aufmurzen kann und mehrere Schiffe haben kann. Ich weiß noch nicht, ob man mehrere Captains haben kann. Das wäre natürlich noch richtig cool, wenn man nachher so eine Flotte befehligen kann. Wie dann aber die Kämpfe stattfinden, na, das weiß ich nicht. Also, wenn man nur mit einem Schiff tatsächlich kämpfen kann, dann muss das nachher richtig, richtig krass werden. Also nach oben ist halt, denke ich mal, sehr viel Luft. Und ich glaube, es ist am Anfang grundsätzlich immer sehr, sehr zäh. Bei solchen Spielen, die halt langsam aufbauen. So, was können wir hier machen? Können wir hier bei dem was abgeben? Komm, erzähl uns was. Ich blute Eisen und scheiße Stahl. Oh, tatsächlich, wir können hier schon was abgeben. Ah, ihr wart also im Atelier, aber Kleider machen noch keinen Piraten. Wenn ihr euch von anderen er wollte, dass wir uns umziehen. Dann bieten sich Gelegenheiten mit mehr Risiko und mehr Ausbeute. Wenn ihr einer Herausforderung nicht gewachsen seid, schmiede ich euch einfach etwas Tödlicheres. Macht weiter so, dann nehmen auch große Fische wie Skurlock bald von euch Notiz. Hey, guck mal, wir haben ein King Louis gekriegt. Was auch immer er uns da gleich macht. Kaufen, verkaufen. Checken wir mal. Die erste grüne Waffenblaupause. Überfluten 3. 30% Schaden wird zu Überflutungsschaden. Aha. Torpedoschaden wird erhöht, wenn das Ziel weiter als 150 Meter entfernt ist. Mit Grog bin ich schon lange fertig. Scharf gemacht. Aha, aha, aha. Was ist das? Torpedo. Ah, hier gibt es auch Torpedos. Geht ja ab. Wollen wir uns das gönnen? Ich meine, wir könnten uns schon fast dieses wunderschöne Layout holen, aber... warte mal, lassen wir uns mal nicht so schnell... Ne? Wir gehen einmal kurz zum Schiffsbauer. Nein, nicht zu dir. Oh, was ist hier los? Baupläne verfolgen. Durch das Verfolgen eines Bauplans, den du besitzt. Erforderliche Material sehen. Dadurch wird auch Position aller verbleibenden Materialien. Aha, aha, aha. So, aber als erstes schnacken wir mal den Schiffsbauer an. Wie ich sehe. Mit den richtigen Plänen kann ich euer Schiff verbessern. Ja, kannst du das? Wie? Ich kann unsere Nussschale verbessern?
Ist das so? Warte, habe ich schon beide Schiffe? Beide Blocks? Das Leben nee. Auf See ist miserabel. Tatsächlich? Was? In Eisengewand. Reduziert den Verbrauch der Deckungsstärke bei eingesetzten Treffern um 20%. Genau, mit dem kann man nach vorne, zur Seite und nach hinten schießen. Wie mit dem Startschiff, wo man in die ins Tutorial quasi startet. Ist ganz cool, macht Spaß. Deckungsstärke Fracht 26k, Fracht 46k. Es steht außer Frage, welches ich möchte, ne? Das ist zwar schneller, das ist aber viel robuster. Ich weiß nicht, gehen wir jetzt erstmal auf Tempo? Und was hat das hier? Stell pro Sekunde schwerer Schaden um 0,5%. Und Rumpfzustand um 0,5% wieder her, stellt bei allen verbündeten Schiffen in einem Radius von 100 Metern des reparierten Schiffs Rumpfzustand um plus 2% wieder her. Stell bei einem verbündeten Schiff 60% mehr Rumpfzustand wieder her, wenn eine Reparaturwaffe benutzt wird. Da wir alleine spielen, vielleicht bauen, also wir bauen uns ganz bestimmt noch, das, wir bauen uns einfach alle Schiffe irgendwann, ne? Weil ich werde bestimmt nicht alles zeigen. Ich werde einfach auch sehr viel selber farmen. So. Ich werde mir dieses jetzt herstellen lassen. Hey, mein drittes Schiff. Sehr schön. Dann Waffen haben wir auch sehr, sehr viele. Weil vom Schnetzeln der Schiffe und wenn du sie enterst, ne, dann kriegst du auch mal neue Waffen, die du sonst gar nicht herstellen konntest. Gesamte Fracht ins neue Schiff? Natürlich ins neue Schiff. Jetzt fehlen mir Bronzebarren. Sonst hätte ich das gleich mitbauen können, um sie direkt vergleichen zu können. Schiffe verwalten. Kaufen, verkaufen. Guckt euch das an. Hier kann man sich solche, ne, Feuerwerke kaufen und so ein Gedöns. Ah, hier, so eine Galionsfigur. Noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Mögen die Gezeiten euch zurückbringen. Wir gehen jetzt erstmal ganz kurz aufs Bötchen. Schiff verwalten. Und jetzt können wir uns das angucken. Hier sehen wir haben hier 4 Waffen. Ach, guckt mal an, die Waffen sind quasi schon auf dem anderen Schiff verwendet. Guck mal, die 3 haben wir gefunden, die habe ich nochmal selbst gebaut gehabt. Ich würde aber erstmal auf diese tendieren, weil wenn wir hier auf Details gehen, dann seht ihr, nämlich... Hier, der Schaden ist zwar 500, Nachlade 6 Sekunden, aber Reichweite 600 Meter. Und der hat nur eine Reichweite von 250. Ich glaube, die Kugeln kommen so raus und gehen direkt wieder direkt nach unten, sodass man gar nicht wirklich irgendwas treffen kann. Dafür schießt das Ding aber verdammt schnell. Und der Schaden ist marginal höher. Ich weiß nicht, vielleicht probieren wir das mal aus mit nach hinten schießen. Bomben, ja, da habe ich noch so wenig Munition. Müsste ich mir mal ein bisschen mehr kaufen fahren. Kann man aber nicht überall kaufen, so wie ich gesehen habe. Wobei hier, wenn ich die Blaupause von den Munitionen finde, dann kann ich die auch selber bauen. Aber guckt euch mal diesen wunderschönen Schaden an. Darauf hätte ich echt Lust. Ich glaube, die baue ich mir nach hinten. Die baue ich mir Reichweite... 600, die baue ich mir nach vorne. Zack. Dann links. Ich baue mir gleich noch mehr davon. Die probieren wir einmal aus. Nee. Nee.
Nach hinten. So, haben wir. Gehen wir nochmal zurück. Nochmal zurück. Genau, weil wir stehen ja hier noch in der im Fertigungsgebiet. Gucken wir mal, was... Ne, beim Schmieden waren ja Waffen. Genau. Zack. Komm, erzähl uns nochmal was. Ja, ja. Gegenstände herstellen. Ach, guck mal an. Der kann uns schon bessere... Wir müssen Bronze farmen gehen. Nützt alles nichts. Was ist das? So. Also wir haben schon diese Blaupausen dafür alles gefunden, offensichtlich. Können es nur noch nicht. Iroko-Planke. Ja. Müssen stärkere Gegner bamsen und dann kriegen wir auch. Aber was ist hiermit? Ja, schade, schade, schade. Junge. Ja. Brauchen wir. Ich wollte schon sagen. Machen wir gleich noch eins. Sehr schön. Ihr seid in Ordnung für eine Schurke. Ja, na klar. Selbstverständlich. Zack. Dann müssen wir halt noch links und rechts auswählen. Und dann sind wir doch schon so weit, ne? Panzerung? Ach, guck mal an. Gehen wir mal nochmal zum Schmieden, ne? Kann er uns vielleicht... Ach, wir haben keine Bomben mitgenommen. Ja, ja, packen wir gleich noch einen. Komm. Schon wieder zurück? Ihr mögt wohl meine liebreizende Gesellschaft. Ja. Nee, ist das nicht bei dir? Ist bei dem Zimmermann da, ne? Okay. Wenn ihr es braucht, kann ich es machen. Ah ja. Ah ja. Nur machst du uns das und so nicht. Dann müssen wir erstmal die Blaupausen finden. So wie Brechstangen und so. Guck mal, wir haben eigentlich schon relativ viel freigeschaltet, nur noch nicht gefunden. So, tak, tak, tak. Nee. Ist doch nicht bei ihm. Dann beim Schiffsbauer doch. Was doch hier? Ihr tretet auf der Stelle. Neue Gegenstände herstellen, Schiff verwalten. Kauf, Gegenstände herstellen. Ne, der stellt tatsächlich nur Schiffe her. Schiff verwalten, kaufen, verkaufen. Gute Reise, Kapitän. Doch beim Schmieden? Na, schauen wir mal hier einmal kurz durch. Die veredelt nur die Materialien. Wenn wir zum Beispiel Akazien haben oder so ein Gedöns. Ob nun im Guten oder im Schlechten. So wie das da können wir mal ein bisschen herstellen. Und so. Das da. Zack, zieh mal durch. Können wir leider zurzeit nur zwei Sachen zur gleichen Zeit bei der herstellen lassen. Huch. Sehr schön. Hey. Immer alles veredeln gleich. Zack. Weiß nicht, ob man die Rohmaterialien überhaupt braucht. Außer, um sie hier veredeln zu lassen. Finden wir noch alles raus. So. Ich weiß, dass ich das irgendwo gebaut hatte.
reizende Gesellschaft. Aber der macht es nicht. War denn das? Für eine Schurke. Was ist? Braucht ihr noch mehr von mir? Mögen eure Reisen euch auf warmen Sand führen. Oder gab es hier noch irgendwo einen Händler, den ich mal besucht hatte? Le Pontomult. Vielleicht sogar hier? Ach so, ja. Skarlak und ich kennen uns schon ewig. Ich nehme an, ihr habt mich nicht erwähnt. Weihrauch, ungeschliffener Saphir und ungeschliffener Saphir abliefern. Was ist das? Beschaffe Edelsteine für die Warenhändlerin. Für seltene Waren bekommt ihr mehr Geld. Nehmen wir doch mal an. Abliefern. Jo, machen wir doch. Was hast du so zu handeln? Was? Achso, sehr teuer bei ihr. Okay. Ja, ja. Ach, da ist mein Briefkasten. Ich habe mich schon gefragt. Dieser Brief unten rechts, der da die ganze Zeit blinkt. Kann ich den denn einlesen? Ist das? Okay. Nehmen wir einfach mal an, ne? Was haben wir denn? Was? Ach so, wir kriegen die erfüllten Missionen dahin geliefert? Oh. Alles klar. Den kenne ich noch nicht. Der Schriftsteller soll untergetaucht sein. Wie sollen wir nun seine großartigen Werke lesen? Die Kompanie ruiniert das. So. Wir haben sogar ein Plakat in der Taverne aufgehängt. Erkunde St. Anne, um Hinweise auf Jacks Sorrel zu finden. Okay, versuchen wir es. Wobei hier so großartig erkunden. Oh, was ist das denn? Achso, ich muss mein Tagebuch jetzt öffnen. So vielleicht? Nachforschung. Aha, aha, nee. Die Seite wenden. Ja. Ach so. Gerüchte zufolge soll das Buch Kit der Tiger etwas mit dem Überfall auf die Schaden oder Sanduhr zu tun haben. Ich sollte mich in St. Anne nach Hinweisen auf das Buch oder den Antor umsehen. St. Anne nach dem Buch umsehen. Oder den Autor wahrscheinlich. Nicht Antor. Was haben wir hier oben? Proviant. Also Kugeln für mich. Weiter so.
Nehmt genug Reparatursets. Ja. Kanonenkugeln und Bomben. Sehr schön, bei der kann ich Bomben kaufen. So, 10. Ich, kann man sonst nicht mehr. Ja, okay, machen wir einfach. So, was ist das? Das Blaupause. Dieses Rezept für ein Gericht bereitet es der Kochstelle zu. Okay. Oh, was ist das? Kiste voller Torpedos. Bestimmt ihr. Schön. Wasser. Für unsere Aquamaler. Fröhliche Jagd. Reicht mir. Wollen wir uns mal ein bisschen bekleiden? Ich glaube, wir haben so viele Klamotten. Können wir uns doch bekleiden, oder nicht? Aussehen ändern. Noch sehen wir aus wie ein Penner. Achso. Nee, nee, wir bleiben schon so. Das ist okay, aber was ist mit unseren Klamotten? Ach, hier können wir jetzt auch mal ein bisschen was machen. Ich gelte als schwarzes Schaf der Familie, doch Florentine d'Alesso hat ohne sie ein Vermögen. Das bleibt so. Oh. Mich an Püppchen. Na, nicht drehen. In die Kamera. Knallrote Augen. Ui, das sieht eklig aus. Ein blindes Auge. Machen wir so. Oh, eine schöne Haarpracht machen. Gefällt mir. Schön sportlich. Ein Wikingerzopf. Lassen wir das. Farbe? Ja, lassen wir das. Ich dachte, ich kann hier. Achso. Was? Trägt man heute noch Geröcke? Ach so, ich muss das noch so bestätigen. Okay, okay, Spiel. Gegenstände kaufen und ausrüsten. Aha. Hier haben wir so ein Ohrring. Ein bisschen dichter dran. Oh, dreh dich doch nicht gleich hier um 200%, alter Digger. Guck mal zur Seite. Sieht lustig aus, wenn man das Set voll hat, ne? Das gefällt mir. Nur die Maske. Aber die haben wir nicht. Wir haben nur die Puschen. Was hat sie denn sonst so an Puschen an? Ach, die hat die Puschen schon an. Hier haben wir die Hose an. Den Rest noch nicht gekauft. Hier haben wir zwei Sachen. Hier haben wir auch schon die. Aha, die Hose und Puschen hätten wir hier. Was kosten die Maske? Das ist ein Dankeschön. Und dieser Hut gefällt mir.
Was ist mit der Weste? Das ist keine Weste. Nee. Maske ist gut. Erinnert mich ein bisschen an The Vision. Ach so. Guck mal, wir haben schon ein paar Scherben. Ich glaube, wir arbeiten erstmal damit, was wir haben. So, was haben wir hier noch bei Gürtel? Haben wir ja schon ein paar Sachen. Ich kann mich nicht entscheiden, ich nehme das. Was haben wir hier? Schön. Check. Passt zur Maske. Ist ja cool. Man kann auch noch ein paar Ringe dazu nehmen. Check. Und Höschen können wir noch gegen ein Röckchen. Ach, guck dir das mal an. Aber nee, wir bleiben bei Höschen. Ein Jutekleid wäre sicher nett. Ja, genau. Da man sich richtig albern. Die Sandalen nehmen wir. Ich hätte schon lieber so schöne Stiefel, ne? Kosten die? Müssen wir wieder viel reinholen. Ja, und eine Narbe, ne? Tattoos. Nee, lass mal. Da stehe ich nicht so drauf. Zack, zack, zack. Maske haben wir. Uns fehlt eigentlich nur noch eine Kappe. Ach, wie putzig. Toban? Das sieht fies aus. Das sieht wirklich fies aus. Oder Captain Barbossa? Oder eher so Captain Jack Sparrow? Barbossa? Sparrow. Sehr cool. Nee. Noch nicht. Wir bleiben erstmal so. Fällt mir. Aussehen ist geändert. Ich nehme an, wir sehen uns bald wieder. Aber nicht zu bald. Versprochen. So. Boah, ist die Hose unvorteilhaft bei ihr. So. Einmal kurz checken. Da müssen wir hin. Zack. Damit auch ich es finde. Mir fehlt so eine Taste, dass der Charakter von selbst läuft. Da, aha, aha. Wanted. So, basiert das Gesicht in... Aha. Polly soll sich bei St. Anne Emily an der Südküste der Isle Royal aufhalten. Okay. So. Müssen nochmal hier mit dem Bornik sprechen. Dann gehen wir mal kurz zu ihm. Der hat wahrscheinlich noch eine Hauptquest für uns. Checken wir ihn aus. Unser Bötchen hat irgendwie Rang 3. Brauchen aber noch so ein... Naja, ist egal. Nehmen wir es von unserem anderen Boot ab. Nützt nichts. Pass bloß auf, was du da drin sagst.
Ganz bestimmt. Dank Captain Krabbenhirn hier kleben mir jetzt die Franzosen an meinem verschwitzten Arsch. Schafft ihn mir aus den Augen. Ich könnte wirklich einen neuen Captain gebrauchen. Ihr habt eure Nussschale eingetauscht. Man hört so einiges über euch. Ihr habt meine Schiffe im Hafen gesehen. Wisst ihr, wo sie hinfahren? Voll beladen mit Gewürzen, Ambra und anderen Kostbarkeiten? Sie machen die Überfahrt nach New York. Und im Gegenzug kriege ich von Töling alles an Silber, Vorräten und Waffen, was ich brauche. Solange der Pfeffersack seine Waren kriegt, kann ich auf dieser Insel tun und lassen, was ich will. Ich kontrolliere den Geldfluss und buckle von niemandem. Sucht euer Glück bei mir und zusammen werden wir reicher sein als ganze Nationen. Überlebt und ihr werdet so mächtig, dass wir Partner sein könnten. Oder Rivalen. Was ist, Sprotte? Ergreift ihr diese Gelegenheit? Bitte, aber gebt mir keinen Anlass, noch einen Teppich zu ruinieren. Das wird zu teuer. Übernehmt einen Auftrag und zischt ab. Okay. Schafft ein paar Waffen zu meinen Verbündeten vom Seevolk und bringt mir im Gegenzug einige Informationen. Ich habe eine Übereinkunft mit dem Seevolk. Sie bekommen die Waffen, die sie brauchen, und ich bekomme diesen Hafen. Gut, und irgendwann sägen wir deinen schon lange Krieg gegen den Fahrer. Sessel. Also passt auf. Ab. Die Fahrer werden ja. Dann gehört er uns. Wir können dem Seevolk helfen, den Krieg zu gewinnen. Wer gewinnt, ist mir egal. Gut. Ich mache große Gewinne mit dem Verkauf von Waffen. Warum für andere bluten, wenn sie ausnehmen können? Einige vom Seevolk bieten Waren, andere Informationen. Solange Krieg herrscht, steht Vereinbarung. Also, bringt ihnen Waffen, um zu kämpfen, aber nicht genug, um zu gewinnen. Das ist klug. Sehr schön. Los, das Schicksal ruft. Liefere Waffenverstärkung. Isarai Temi, La Nita, Rennfallen. Oder Falle. So, schnacken wir hier vielleicht nochmal einen der beiden mal kurz an. Checken hier mal aus, was das so Kopfgeldbrett und so mit auf sich hat. Wer ist das? Jäger und Gejagte. Ein höchst eifriger und ungewarnischer Offizier hat mit seinem Seefeuer an der Küste von Afrika eine Schneise der Zerstörung hinterlassen und damit das Interesse der Kompanie geweckt. Jage Joker Kubwa und kassiere sein Kopfgeld von der Kompanie Royal. Wenn wir das annehmen, dann kriegen wir so ein schickes Oberteil auf jeden Fall. Und 6000, ob wir den ich würde es erstmal lassen. Noch fühle ich mich nicht in der Lage, ihn zu schnetzeln. Ein Dau benötigt. Liefere das Leder tödlicher Flusspferde. 5-mal an Marco Lacey in St. Anne ab. Ja, tödliche Flusspferde. Tavernenlager. Wir nehmen das mal an. Ja. Und das mit den tödlichen Flusspferden. Oh, so. Ich meine, das ist zwar Stufe 8 Dings gewesen, aber Flusspferde habe ich eigentlich schon geschnitzelt. Hoppala. Das reicht mir erstmal. Ach ja. Brauchen ja gar nicht.
dahin laufen. Schiff verwalten. Jetzt machen wir erstmal die Panzerung rein. Ist scheißegal, ja. Bauen wir das da ab, bauen wir das hier rein. So. Schön an. Ach, guck mal an. Okay, und wie sieht das aus? Cool. Welches Segel? Ach, das ist das Emblem. Nee, das möchte ich nicht. Dies möchte ich nicht. Nehme lieber das. Ach, das kostet mich jetzt was. Gut. So. Galionsfigur haben wir noch nicht. Das und das können wir nehmen. Möchten wir noch nicht. Ein Steuerrädchen haben wir, ein neues, ne? Sieht doch schick aus. Oh, das gefällt mir. Das hat auch was. Ja, das nicht, aber das? Nein. Ach, nö. Lassen wir mal gut sein. Ach, das sind meine Matrosen. Dann sehen sie nicht mehr so aus wie Bettler, ne? Ja. Viel, viel schöner. Oh, guck mal an, wir haben einen kleinen Lemur. Aber noch keinen verkleideten. Hihi, oh, das sieht ja richtig goldig aus. Wir nehmen den. Weiß nicht mal, was der taugen soll oder nützt. Aha. Gut. Da kommt das hin. Und das holen wir uns auch noch. Versprochen. Name. Wie nennen wir das? Unser erstes Bötchen haben wir Nussschale genannt. Fand ich auch gut, dass er das so, ne, genommen hat. So, wie nennen wir dieses Schiffchen hier? Das ist ja das Gepanzerte. Nennen wir den... wollen wir Tiernamen? Oder bleiben wir bei Lebensmitteln? Sonst hätte ich gesagt Eierschale. Hoppala. Ausstattung. Was können wir hier nehmen? Zimmerei. Reparaturmenge durch Reparaturwaffen wird um 10% erhöht. Ruf um Hilfe. Achso, okay. Was ist das denn? Elementarschaden. Multiplikator von Kalverin. Kalverine wird um 19% erhöht. Was haben wir denn für Waffen? Sind das hier Kalverine, tatsächlich? Aha. Wir können unseren Schaden noch erhöhen. Indem wir das ausrüsten. Dürfen wir nicht zweimal benutzen. Okay, das ist gut zu wissen. Das ist, Beschleunigung wird auf 300% erhöht, aktiviert man Trimmen, während Ausdauer voll ist. 5% der übrigen Ausdauer werden sofort verbraucht, um diesen Effekt auszulösen. Aha. Projektilgeschwindigkeit von Volk wird um 15% erhöht. Ey, ich baue das da aus. Ich nehme das mit. Meine das ernst. Was schön. Ach so, ja. Das ist, weil wir die gelben Punkte halt nicht alle. So, umbenannt haben wir es. Segel setzen. Eierschale. Steht da unten rechts. Sehr gut.
Verbleibende Zeit, 24 Stunden. Ach so. Alle Segel in den Wind. Wo wollen wir hin? Für uns ist nicht mehr viel übrig, wenn sie fertig sind. Als erstes machen wir unsere Hauptmission, ne? Steht nicht mehr unter Schutz. Aha. Das müssen wir üben. Warte mal. Hoppala. Wie viele Kugeln haben wir denn dabei? 150. Öffnen. Hoppala. Jetzt hätte ich mal alles öffnen müssen. Das ist das. So. Da müssen wir lang. Jetzt ein bisschen langsamer, damit wir besser lenken können. Und jetzt wieder Vollgas. Da ist ein Schiff! Das stimmt. Und das ist gut, dass du das erkennst, dass da ein Schiff ist. Wie wollen sie das denn machen? Gehen wir näher ran! Check die Segel! So. Und zack! Komm ran hier! Deine Seele gehört mir! Und deine Fracht auch. Nehmt ihr jetzt bitte alles mit? Danke. Sehr schön. Guck mal, wie schnell wir wieder neutral werden. So, was ist das da? Zu weit weg. Ich glaube, die müssen wir mal ein bisschen dezimieren. Das ist auch irgend so ein Quest. Nein, das wollte ich nicht plündern. Das Gebiet. Ei, der Witzka. Yeah. Die Dinger gehen aber ab. Alter Falter. Und? Sehr schön. Ich sage euren Familien, dass ihr gestorben seid wie Hunde. Krass. So geht das also auch, ja? Sehr schön. Unser Schiff. Gut.
Vieh. Und hier können wir noch etwas machen. Stimmt. Das noch nicht. Nani? Ach. Segel runter! Genau, Segel runter. Wir müssen einmal wenden. Alter Falter. Ist das Ding schwerfällig? Wir hätten uns vielleicht doch für das andere Bötchen entscheiden sollen. Also wir holen uns das noch. Du wusstest es nicht. Hier haben wir aber so ein großes Frachtlager, ja. Turbo! Oh, Flamingos kommen! Jetzt nicht irgendwie an Bord. Da vorne muss ich an Bord, ja. Sehe ich schon. Zack. Ja, ich glaube, der junge Mann möchte was von uns haben. Was? Abgeben. Kein Problem, bitteschön. So, einmal kurz reparieren. Einmal alles weg, bitte. Komm, geh mal ins Lager, ja. Das brauchen wir ja nun wirklich nicht dabei. So. Können wir da Schnellreise machen? Warte. Werden wir hier gerade angegriffen? Kann ja eigentlich nicht sein. Schnellreise. Das müsste doch drin sein, ne? Könnte jetzt eine Gruppe rufen, aber bringt mir die Gruppe. Nee, das wäre ja jetzt irgendwie. Wie benutze ich das? Mal ganz ehrlich. Ich war da schon überall. Ich weiß es nicht. Geht nicht. Wenn du auch jemanden in deiner Gruppe hast. Ah, alles klar. Dankeschön. Aber Schnellreise? Wäre da nicht irgendwie möglich, eine Schnellreise zu machen? Weil, wozu gibt's das? Also.
Komm nochmal. Schnellreise. Okay, was ist das hier jetzt? Was ist das für ein Symbol? So, ich muss ja hier unten hin. Lass uns verfolgen. Eine Schnellreise geht nur an Außenposten, zu Außenposten. Das heißt, ich muss hier diese gelbe Linie ver... Ne? Ist es das hier oder wie? Gelbe Liebe. Ach so, weil das hier ist ein Außenposten. Und das hier aber nicht. Habe ich hier irgendwo in der Nähe einen Außenposten? Ich könnte aber dann dahin schnell reisen. Und von dort habe ich es ja dichter als diesen ganzen Weg von da oben. Schnellreise, tatsächlich. Ach, das kostet mich auch noch Geld. Außenposten sind in den mit Pfeilen dran. Ja, ja. Danke dir. Vielen Dank. Mhm. Gut. Da könnte ich auch hin. Bei 85. Welches ist jetzt dichter? Da muss ich sowieso hin. Tatsächlich, ja. Dann nehmen wir doch dich. Geben wir es ab und dann gehen wir hoch. Geben es da dann noch ab. Ja, cool. Vielen Dank. So. Hey. Da. Erstmal das hier. Und Schicksal in den Sternen. Ohne unsere Sternkarten sind wir nicht in der Lage, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Hätte. Ja. Irgendwo haben wir irgendwelche Sternkarten noch. Ob das die richtigen sind, wage ich zu bezweifeln, aber wir finden da schon irgendwas. Solange da kein Timer dran ist. So, und dann gehen wir gleich auf jeden Fall. Hoppala. Dann gehen wir gleich auf jeden Fall nochmal. Ach nee, Schnellreise ist jetzt erstmal nicht drin. Ne? Jetzt müssen wir das Segel setzen. Letzten Punkt müssen wir so ansteuern. Oh, unser kleiner King Louis. Sehr süß. So, da gehen wir einmal hin. Und da sind ja auch, glaube ich, Nilpferde irgendwo. Hier waren doch Nilpferde. Wo hatte ich die denn? Ja. Da ist nur eins. Ne, warte mal. Da sind die Viecher. Guck mal hier, dann gehen wir hier hoch. Müssen unsere Schaluppe auswählen. Also unsere... Von dort aus können wir ja nicht schnell reisen. Müsste ich jetzt eigentlich schon diese Schaluppe auswählen, damit wir... Ne, das dauert aber viel zu lange. Warte, da unten, da gibt es ein Nilpferd, ein ganzes. Und da ist ja noch. Ne, wir gehen jetzt erstmal dahin. Und dann gucke ich mal, wo ich mein Schiffchen austausche. Volle Kraft voraus. So. Ja. Zack, und jetzt nochmal den kleinen Boost. So. Dann müssen wir aber eigentlich wieder zurück. Müssen unser... das Vornussschälchen... Wollen die Dou oder wie die heißt, oder Dau. Das Bötchen, womit man halt wilde Tiere jagen kann. Und ist Schwarz dann, ne? Mit euch? Was gammelt ihr hier rum? Was macht ihr hier? Ei.
bisschen langsamer, sonst knallen wir hier gleich überall gegen. Jetzt. Zack. Die brauchen Hilfe, ja? Weiß nicht. Also ist nicht so, dass da dann nur eine Nilpferd ist, sondern wenn du das platt machst, kommt es immer wieder. Ja, das ist richtig, aber es kommt ja nicht sofort wieder. Man muss dann halt immer ein bisschen warten. Und da oben, was ich ausgewählt hatte, da kann ich einfach hin und her ein bisschen schippern und krieg halt mehrere. Ich muss halt 5 Viecher davon schnetzeln. Irgendwie gefällt mir das nicht, dass ihr hier gerade mit den Jungs... ...die wir gerade beliefern wollen. Oh. Nicht so schnell, nicht so schnell, Diggi. Fahr. Das schießt schon viel, viel höher. Da muss man echt aufpassen. Junge. Ja, klar werden die geröstet. Du schießt so hoch. Ja. So. War das jetzt Bronze? Ist das Bronze? Ja, Bronze. Sehr schön. Nicht so hoch zielen. Schießen dann drüber. Dann wird dem anderen Schiff ein bisschen einfacher. Aber ist okay. Und. Ja, die nehmen wir auch so aus. Perfekt. Solange die mich jetzt nicht anschießen, weil beim letzten Mal, wo ich denen geholfen habe, haben sie mich angeschossen. Egal. Ich habe was für euch. Abgeben. Sehr schön. Kaufen, verkaufen. Habe ich irgendwas, was euch interessieren könnte? Nee, leider nicht. Hier gibt's aber... Ja. Und da gibt's auch noch ein bisschen Erz. So, besser. Ich immer gleich volle Pulle. Aber da, das nehmen wir doch mit. Alles. Hoppala. So knapp. Zack, da gibt es auch ein bisschen Erz. Da ist es doch. Sehr schön. Zack. Auf jeden Fall habt ihr euch dafür eine Belohnung verdient. Ihr dürft das Deck schrubben. Das ist eure Belohnung. Ihr dürft den Boden sauber machen, auf dem ich laufe. Zack. So. Da vorne ist noch ein bisschen Erz. Ist eine schöne Ecke hier. Eieiei, ich wollte eigentlich mitnehmen. Sehr schön. Dass das so schwimmt hier. Schon lustig, wie sie das gemacht haben. Ja. So ein bisschen, dann kann ich noch mal kurz auf die Karte gucken. Ja, ich glaube, ich fahre dahin, wechsle einmal das Bötchen, nachdem ich den Quest abgegeben habe, und dann gehen wir die Flusspferde netzeln. Und hier fragen die irgendwie nach Hilfe, ja?
Soll ich mal den einen da einfach schnetzeln und oder beide? Sehr schön. Jetzt noch mal ein bisschen mit der Front. Dann gehen wir noch mal hier rüber. Sehr schön. Und wir müssen halt noch mit dem Heck ein bisschen üben, ne? Dem Heck noch ein bisschen üben. Na, treffen wir? Nee, leider nicht. So? Oh ja, so treffen wir. Sehr schön. So. Und den da. Sollen wir den dann auch schnetzeln? Ich mach's einfach, ne? Der hat irgendwie so einen roten Pfeil auf sich zeigen. Ich glaube, der möchte mit uns spielen. Der hat mir keine Belohnung gegeben. Also was soll ich machen, ne? Hol sie mir dann einfach, ne? So. Entspann dich. Wir machen es einfach schnell und schmerzvoll, ne? Oder langsam und schmerzvoll, ja. Je nachdem, wie gut wir treffen. So. Seeräuber. Gut. Oh. Er hat Brot fallen lassen. Sehr schön. Attacke. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen, aber Wayne Jones jetzt, ne? Wayne interessiert's. Da sind... Der hat mich schon mal platt gemacht. Ah ne, wir reparieren gleich, wenn wir an Land gehen. Ah. Gibt's da keinen Beatboxer bei euch an Bord oder was? So. Zack. So. Ja. Dass wir da immer hinlaufen müssen. Nee, die Hose gefällt mir absolut nicht. Das sieht echt schrecklich aus. Oh, das sieht echt schrecklich aus. Habt ihr die Lanita-Ruinen gesehen? Da habe ich viel Geld gemacht. Mhm. Auf der Suche nach der Beute des Rado? Bemüht euch nicht. Sie ist weiter weg als der Feigling, der sie sich nahm. Uriko Freeman wird Held und Freiheitskämpfer genannt. Dabei war er ein Scharlatan und hat uns alle belogen. Das Schwein hatte nie vor, den Schatz zu teilen. Piratenkodex am Arsch. Uriko Freeman stand nur für sich selbst ein. Griff auf die... Ich sollte Waffen und Vorräte nach Lanitra schmuggeln. Als ich meinen Zweck erfüllt hatte, war ich Freeman plötzlich egal. So ein großer Schatz und nicht mal ein kleiner Anteil für den alten John. Eines Tages wird diese Höhle in Saint-Anne viel größer sein als Lanitra. Und mein Name wird in aller Munde sein. Okay.
Was ihr mir gebracht habt, deutet auf einen Handelsvertrag zwischen den Franzosen und dem Pfarrer hin. Die Kompanie umgarnt den Pfarrerclan mit Waffen. Doch warum lässt sich der Clan zu einer französischen Marionette degradieren? Da muss es um mehr gehen. Okay. Dieses Bündnis gefährdet alles. Wir müssen es zerschlagen. Ja, natürlich. Ich würde zwar gern ihr Blut sprudeln sehen, doch ihr Tod würde eine Einigung verzögern. Das reicht nicht. Meine Feinde machen einander den Hof und Händler des Seevolks bemerken es vor mir. Sind meine Spitzel blind und taub? Die Kompanie agiert im Schatten, während wir uns von der Sonne blenden lassen. Gute Arbeit. Sobald ich die Informationen aus meinen Spitzeln herausgeprügelt habe, gebe ich euch mehr. Okay. Schon wieder eine Truhe. Die Piratenrunde. Die Kompanie hat auf der Roten Insel Fuß gefasst. Ihre Händler transportieren gestohlene Gewürze, Parfüm und Luxusgüter aus dem Indischen Ozean. Überfallt die arroganten Pinkel. Sie spucken auf uns, als wären wir Hunde. Nehmt die wir halt sind, ne? Und trefft sie härter als die Pest. Tollwütige, bissige. Ich lasse die Hölle auf die Händler der Kompanie herabregnen. Oh ja. Nehmt ihnen das Leben, aber bringt mir ihre Waren. Alles? Darf ich auch ein bisschen was behalten? Mit Handel allein sind Töllings Forderungen nicht zu erfüllen. Die Kompanie ist zum Pflücken reif, schwerfällig und wird von allen gehasst. Wir tun, was Piraten ebenso tun. Springen ihn ins Gesicht und reißen ihn den Silberlöffel aus dem Maul. An die Arbeit. Hä? Wie? Kann ich schon abgeben? Habe ich schon erledigt? Okay. Ab mit euch. Ja. So. Ich gehe mal wieder darauf. So. Wo sind meine Quests? Ich muss schon wieder hier an Dingsbums. Na halt dieses Dingsbums eben. Bukanier. Ja. Könnt schon wieder ein Schiffchen freischalten. Das können wir mal öffnen. Ja, sieht doof aus. Dann Codex Tutorial Archiv. Boah, das nervt total. Aufträge. Aufträge. Aha, Fortschritt. Nein. So eine übliche Questübersicht finde ich irgendwie nicht. Nein. Die Nachforschung ist auch schön, ja. Gehen wir erstmal hier dahin, genau. Briefkasten. Hallo.
Interagier bitte mit dem Briefkasten. Dankeschön. Oh, Kaniertruhe. Zack. Sehr schön. Und jetzt... Aha, Schmelzofen. Torpedo. Da habe ich auch nichts. Auch nicht. Captain. Kutter. Ja, komm. Das möchte ich alles nicht. Archiv. Winkel Send N. Okay. Okay. Aktivitäten. Nein. Kann ich das nur wieder auswählen, wenn ich hierauf gehe? Nee, bestimmt nicht. Nee. Alkoholmangel. Nee, erstmal nicht. Ist das da? Kiste von Angaya. Set Soziales. Ah, okay. Mhm. Da war es doch. So, die Nilpferde müssen wir aber... Genau, das ist zeitlich begrenzt. Ach, guck mal, das ist auch. Ach ja. Tavernenlager und das da. Dies haben wir. Das wählen wir jetzt mal aus. Hier möchte ich hin. Prachterschiff verwalten. So. Ei, habe ich jetzt alles darauf geladen? Ich glaube, das ist gar nicht mal so gut. Es ist gnadenlos überladen, ja. Ja. Und jetzt nochmal. So. Danke. Segel wird gesetzt. So, da müssen wir irgendwie hin. Nicht gegen die Insel fahren, DG. So, Wind drückt uns da richtig schön hin. So. Da ist noch ein Hammerhai, Also an sich, die Viecher jagen hat mir... nicht wirklich was gebracht. Ein bisschen Leder, ja. Aber was ich damit bisher anfangen konnte. Vielleicht später. Vielleicht kommt das später. So.
nur Mist, dass diese, ja, diese Haselnussschale, mit der wir hier fahren, zu lahmarschig ist. Wir müssten uns noch so einen Booster draufjagen. Ah, Futter habe ich vergessen. Das hätte uns jetzt auf jeden Fall was gebracht. Zack. Huch. Und ja, okay. Diese Ansicht ist. Nicht uns bitte, nicht uns. Schönes Holz, Captain. Wir müssen nur zugreifen. Ja? Wo? Meinst du da an Land? Da wollte ich jetzt eigentlich nicht dran vorbeischwimmen. Oder meinst du hier? Ja, nee. Lassen wir es mal gut sein. Die Farmaktion kann ich dann machen ohne euch. Zack. So was auf dem Weg liegt. Die Nilpferde müssen wir legen. Und da war noch ein zweiter Quest, der zeitlich begrenzt war. Ey, ja. Herzlich willkommen. Lady Pfote. Nee, wir wollen hier nicht interagieren. Ah, scheiße. Gegenwind. So, was haben wir? Nope. Einmal ganz kurz, ganz kurz. Sind das Kokosnüsse, diese... das sind doch Kokosnüsse, ne? Ja, Kokosnüsse. Ja, Proll 3T heiße ich bei Ubisoft. Na, wie läuft's? Ja. man sieht's. Ich gehe jetzt Flusspferde jagen. Weil das so ein zeitlich begrenztes Ding ist. Ja, ich bin neu. Seit diesem Wochenende. Aber das Spiel ist auch noch nicht lange raus, ne? Oder doch? Ich bin der Meinung, irgendwie 21. Februar. Nee. Das war ein anderes Spiel, das verwechsel ich jetzt. Ist egal, es ist noch nicht lange raus, soweit ich weiß. Dachte ich mir. Ich habe halt erstmal die Demo ausprobiert. Um zu gucken, ob ich das überhaupt spielen möchte. So. Wo sind die mir versprochenen Flusspferde? Captain, jede Wette, dass das dem Seevolk gehört. Da hinten war auf jeden Fall, als ich das erste Mal hier lang geschwommen bin, war das da hinten. War da hinten auf jeden Fall eins. Komm. Mal checken. Ja, ja, genau da habe ich mein erstes gefunden. Das zweite auch hier. Warum sehe ich hier keins? Segel in Sicht, Captain! Steuerbord, Captain! Über die Hälfte der Spieler könnten nichts mehr machen? Okay. Ich glaube, wir haben es gefunden. Okay, Hippos! Fahr weiter. Achtung! Hippos! Hab keine Zeit für diesen Mist! Zack, Alter. In your face, Digga. Komm her. So. Eins. Muss ich da jetzt noch irgendwas aufsammeln oder hat er das automatisch gemacht? Ah, nee. Ich glaube, lernen durch Schmerz. Mir fehlt wahrscheinlich noch was, um diesen Quest erfüllen zu können.
Ja, ich komme auf dieses Angebot sehr gerne zurück. Zack. Ey, was ist mit dem los, Alter? Der geht ja richtig ab. Zack, komm noch einmal. So. Schaffe Leder aus der Flussvertaut. Okay. Ins Inventar habe ich nichts davon aufgenommen. Ich brauche wahrscheinlich erstmal ein vernünftiges Werkzeug, um das Viech da. Hätte ich vielleicht mal beim Schmieden oder so vorbeigucken müssen. Nützt ja nichts, die Viecher hier jetzt abzufarmen, wenn die einem gar nichts bringen. Am Deck kann ich nicht. Nee. Attacke. Einmal kurz zurück. Ich befürchte, ich hätte mir besseres Werkzeug craften müssen, damit ich die Viecher jetzt ausnehmen kann. Ich bin mir nicht sicher. In der Zwischenzeit können wir entweder die schöne Landschaft genießen oder die Karte. Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. So, und dann können wir auch ein bisschen Fressalien mitnehmen. Na klar, wieso nicht? Einfach Proll 3T suchen. So. Geht's darüber? Ja, wir müssen da hier. Da. Da, irgendwie so da rein, ja? Guck mal an. Angenommen. Denke ich mal. F2. Soziales. Lady Foto, du bist drin. Alles klar. Wird knapp. Wir haben nur noch 23 Stunden Zeit. Zack. Hier gibt es überhaupt nichts abzugrasen, ne? Ja, dort drüben! Was ist das? Was haben wir hier? Was macht er? Ach so. Können wir noch Fotos machen? Okay. Probieren wir das mal aus. Ich hoffe, ich habe jetzt die Blaupausen. Oh, das ist echt eine schreckliche Hose. Die müssen wir austauschen. Das geht so nicht. Darauf kann ich nicht die ganze Zeit gucken. Boah. Der Nitro
Dann will ich lieber wieder die Lumpen, die ich vorher hatte, anhaben. Geht so gar nicht. Euer Ruf ist genauso. Mich interessiert der Ruf nicht. Von vorne sieht das ja alles in Ordnung aus. Nee. Das wollte ich gar nicht. Kaufen und ausrüsten, ne? So. Wo sind die Pantalone? Da. Boah, zoom bitte nicht. Digi. Da sind wir hingegangen. Sag mal, haben wir die Schuhe schon. Ey, ist ja cool. Die behalten wir jetzt an. Stimmt, die hatte ich mir doch gekauft gehabt. Also dreh dich mal. Ja. Ey, ich schwör's dir, ich zieh dir einen Rock an, wenn du... Cool. Das ist nicht so schlimm. Das sieht aus, als hättest du dich eingeschissen. Ich dachte, ja, okay, nee, die gefällt mir überhaupt nicht, die Hose. Ja, dann nehmen wir die lieber. Oder was gibt's hier noch? Nee, einen Rock. Das geht auch. Nein. Wir übertreiben jetzt nicht. So ist okay. Alles klar. Ja? Oh oh. Das ist nicht cool. Aber danke für die Info. Bitte erzählt anderen von meiner Mode, ja? Junge. Eine Mission, dann helfe ich dir gern. Ach so, ja, nee, ganz entspannt. Ich werde heute nicht mehr allzu alt, muss morgen früh um 5 aufstehen, also vielleicht noch 20 Minuten oder so. Und dann, also ich will gucken, ob es daran liegt, an der Ausrüstung. Und dann werde ich mich rar machen. Bringt mehr Münzen, dann gibt's auch mehr Stahl. Gibt mir der Zimmermann etwas? Man kann ein Schiff immer verbessern. Guck mal an, jetzt hat er es endlich für mich. Dann stell mir das doch mal bitte her, mein Lieber. Oh, vielleicht brauchen wir tatsächlich... Warte mal. Das ist ja für Jute. Gibt es hier irgendwie ein Messerchen? Jagdspeer, Kapitänswerkzeug. Ein verbesserter Speer, um Haie und andere Tiere schneller erlegen zu können. Ja, ist okay, aber... Ich möchte ja eigentlich gerbern. Warte. Stell mir das mal her, ja. Dankeschön. Brauchen wir da Jagdspeer? Laubbrause verfolgen. Okay. Hier fehlen mir Bestandteile. Das verstehe ich. Da habe ich die Sichel 2 und dann fehlen mir da die Bestandteile. Alles klar. Aber bauen könnte ich das jetzt schon. Cool. Freigeschaltet ist es. Fehlen tatsächlich nur noch. Ich habe doch jetzt Jagdsperr 2.
Jetzt fehlt mir was? Ach so, maximale Stückzahl erreicht. Gut. Oh, was haben wir hier? Megafon und Signalgong. Waren legendäre Schatzkarte. Nee. Waeri, ich stehe euch stets zu Dienst. Also. Ich kann mir das doch hier irgendwo nochmal gehen. Nee, nee, das war auf Karte und dann auf G-Tagebuch. Und dann gehen wir mal dahin. Dau benötigt, ja? Gut. Liefere Leder, tödliche Raubtiere für Bill Holzbein an. Marco. So. Weil das hier irgendwie eine Stufe 8 Quest ist, kann ich es wahrscheinlich aus dem Grund nicht machen. Was haben wir da für Info? Silbermünzen werden allgemein für Geschäfte und den Handel verwendet. Könnte ich hier rein theoretisch gleich abbrechen, weil... Oder jetzt mal eine Frage an euch. Ja, falls gewollt. Eine Frage mal an euch. Nicht jedes Flusspferd lässt ein... seine Haut fallen? Oder täusche ich mich da? Ungeahnte Schätze. Gegrillter Fisch, 10 Stück. Und gegrillter Hai. Also Haie muss ich dann auch gleich nochmal jagen. Alles klar. Das heißt, ich hätte da einfach nur warten müssen und vielleicht so 10 Viecher schnetzeln und hoffen, dass ich dann mal eins rauskriege. Aha. Das ist auch gut. Dann habe ich ja jetzt endlich mal ein Speer, was mir vielleicht... was ist hier passiert? Nee, das... Dann gehen wir da nochmal hin. Warte mal kurz. Einmal nochmal auf die Karte. Oh ja, der epische Anblick, wie wir aufs Schiffchen gehen, ne? Also, da ist Krokodil. Wird die Ware haben, die wir suchen. Ganz bestimmt. Ja. Okay. Checken wir es einfach nochmal aus. Unsere DAO hat immer noch Level 1. West ist immer noch ausgewählt. Ja, dann versuchen wir es. Und jeden Hai auf dem Weg dahin müssen wir eigentlich auch mitnehmen. Weil wir brauchen auch Haie. Da, am Horizont! Segel! Ja, ganz bestimmt. Du wirst hier überall Segel sehen. Wo ist der kleine Süße? Ah, da haben wir ihn. Wow. Guck mal gleich. One-Shot. Oh, der lässt aber nichts fallen. Wir sind immer noch zu schlecht. Schade. Und dann den. Und dann die drei Flusspferde. Ach, guck mal, da oben sind auch noch Haie. Was haben wir da?
Ob ich das noch schaffe? Hätte ich mal nicht so viele zeitbegrenzte Quests angenommen. Da ist ein Holzlager, ja, aber wir brauchen doch Haifleisch. 5 Stück. Hätte ich mal im Tutorial ein bisschen mehr Haie gefarmt. Da hat nämlich jedes Viech eins fallen lassen. Wo wir mit dieser Schaluppe unterwegs waren. Bei diesem großen Wrack. So, wo ist denn mir versprochene Hai? Den hat es zerrissen, wa? Was ist das? Holz, das habe ich von hier gesehen. Das sind Kokosnüsse. So, dann fahren wir jetzt direkt zum nächsten Hai. Da war gerade keiner zu sehen. Vielleicht kommt, ist hier irgendwo noch einer. Dann hätte ich vielleicht noch eine Frage. Wenn ich sterbe, was für ein Malus kriege ich dadurch? Verliere ich großartig irgendwas? Okay, am Hai schon vorbei und es gibt da auch keinen, der ist schon... Ach, da ist jetzt wahrscheinlich gerade nach... Nee, das ist ein Stück Holz. Verliere ich Gold oder Ruhm oder irgend so ein Gedöns? Also ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Ich bin schon sehr häufig gestorben. Ich kann jetzt zoomen. Ah, ist ja cool. Ah, ist ja cool. Verändert sich das? Ja, ein bisschen. Da sehe ich den Hippo. Zack. Ich hoffe, in your face, Digga. Ha. Wollte mich schon mehr als einmal holen und ich spüre. Trotzdem wachsam bleiben! Zurück auf eure Posten! Nope. Gut. Das heißt, ja. Also im PvP bin ich auch einmal gestorben, aber irgendwie habe ich da nichts verloren. Vielleicht hat er einfach nur Mitleid mit mir, weil ich nichts hatte. Das kann sein. Zack und komm nochmal. Ey. Ich lasse einfach nichts fallen, doch. Nelken. Kann man da irgendwo gut verkaufen? Weil ich hatte bisher noch nicht sehr viel davon, deswegen... Und dieses Gedöns. Ist der nächste Hippo? Da ist der nächste Hippo. Hier ist er schon. Zack. Ich weiß auch nicht, ob ich zu seiner Leiche schwimmen muss. Weil in der Regel hätte er doch schon längst mir irgendwie angezeigt werden müssen, dass ich irgendwas bei ihm erbeuten kann. Aber mal gucken, ob das so schnell geht. Ob die ersten Hippos wieder da sind. Was ist das, Captain?
Keine Ahnung. Treibgut. Noch mehr Treibgut. Aber kein Hippo. Uiuiui. Oh, guck mal, ich kann das öffnen. Das war voll geplant. Nee, alles nehmen, bitte. Also, die brauchen schon ein bisschen zum Respawnen hier, ne? Nee, gar nicht. Da ist er schon wieder. Hoppala. Zack. Bestie, hast du es gezeigt? Klar, feuer mich nur an. Aber droppen tun sie bei mir nicht. Absolut nicht. Ei. Ey, war voll so ein Headshot, Alter. Nein. Ja. Also ich bin der Meinung, wenn man die schon nur zweimal hittet, dass man doch sagen könnte. Die Quest ist einfach noch zu hoch für mich, deswegen geht das nicht. Aber dann verstehe ich nicht, warum ich keine Haie bekomme. Also kein Haifleisch. Weil das ist ja ein Level 2 Quest. Oder Stufe 2 Quest. Oder Schwierigkeitsgrad 2 Quest. So. Ja, das hat was damit zu tun. Das hat was mit meinem Namen zu tun. Bei mir ist es alles immer ein bisschen schwieriger. Ich sollte mich vielleicht umbenennen, aber dann kann man nicht mehr so viel farmen, weil man würde alles viel zu schnell finden. Segel! Da, zum Bug! Na? Hier soll es doch auch irgendwo Haie geben. Ah, da. Komm. Gehen wir mal einmal rüber. Vielleicht lässt das Viech ja irgendwas für uns fallen. Muss wahrscheinlich hier dieses Level hier. Holz kann man immer gebrauchen. Unten nehmen links da. Hochkriegen. Ja, nimm mit. Ist aber gerade nicht auf dem Weg, Digi. Was ist das da? Das geht. Oh, ist da irgendwo ein Hai? Da ist das Mistvieh. Oh yeah. Ach. Und wieder überlebt. Zurück an Hoppala. Die Arbeit. Da hinten ist okay. Eine Siedlung, Captain. Nehmen wir mit. Tatsächlich, wir kriegen jetzt fast doppelt so viel an Ressourcen, wenn ich die Bäume abfälle. Ist ja cool. Brauchen wir ja das Gedöns im Wasser gar nicht mehr einsammeln. Ich glaube, mir fehlt ein Werkzeug. Naja. Geh nochmal zu den Hippos. Und ja, wieder müssten ja wieder drei Viecher da sein. Und wenn da nichts kommt, dann ist das so. Dann
werde ich es wohl morgen nochmal versuchen. Los. Die Biester sind eine Plage. Welche? Ach, du hast einen Hippo gefunden. Na, wo bist du? Ja, sind 15 cm lange Dolche, ja, ja, habe ich irgendwie gehört. Alter, was ist los mit mir? Tiggy. Also Boote legen geht einfacher, definitiv. Ich werde auf jeden Fall nochmal suchen. Oder vielleicht auch mal eine Suchmaschine einsetzen. Um herauszufinden, wie man das vielleicht bewerkstelligen kann. Und dann kann man ja morgen nochmal was versuchen. Aber ich glaube, so wie das jetzt läuft, so bringt das keinem was. Ich meine, wir sammeln hier so ein bisschen Schrott ein, aber ich glaube, mit Schiffe schnetzeln wären wir da deutlich zügiger vorangekommen. Zack. Flussfeind? Aber was hat er gesagt? Heute Abend gibt es Fleisch. Versprochen. Ich meine, wir lassen die Viecher hier komplett liegen. Kriegen gar nichts von denen. Das waren die Hölzer. Das letzte gönne ich mir noch. Wenn die Wahrscheinlichkeit so gering ist, von den Viechern was zu bekommen, also mit meinem Werkzeugrang, dann ja, ja dann halt. Ich glaube, das ist eine Siedlung. Ich glaube, das ist ein Flusspferd. Keine Siedlung. Da. Ah. Ey, da schwimme ich gar nicht hin. Normalerweise würde mir anzeigen, wenn ich das Viech. Ganz bestimmt würde es mir anzeigen. Ach, na gut, meine Freunde. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich fahre jetzt gleich nochmal in den Hafen ein. Viel werdet ihr da nicht verpassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Wann das sein wird, kann ich nicht versprechen. Vielleicht morgen, vielleicht erst in einer Woche. Ich weiß es nicht. Dann, wann ich die Zeit finde. Ich bedanke mich trotzdem. Tschüss.